Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Was ist los mit ihm? Eine Klärung. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Bei diesem Legung beantworte ich die Frage, was ist los mit ihm und wie geht ihr damit um? Das ist eine allgemeine Legung bis 31. August 2018. Es besteht immer die Möglichkeit, diese Legung buchen, dann ist es persönlich maßgeschnitten. Es sind Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen, ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft, immer bezüglich auf die Frage. Ich schaue das astrologisch an, nach eurem Wunsch, entweder nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie, und dann kommt die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, was ist los mit ihm, 25 Euro. Und jetzt zu diesem allgemeinen Legung. In die Mitte befindet sich ein Kreis. Hier. Und da habe ich etwas dabei gedacht. Das symbolisiert unseren inneren Kreis, unserem Denken und unserem Fühlen. Und das hat eine Funktion, weil es strahlt etwas nach außen. Und somit entsteht unserem Energiefeld. Und dieses Energiefeld ist unserem Anziehungskraft. Und das Gleiche zieht Gleiche an. Das ist eine von den wichtigsten hermetischen Gesetzen. Also es lohnt sich, nachzudenken, wie wir denken und fühlen, weil dadurch ändert sich unsere Lebensqualität. Und jetzt schauen wir euren Gefühlen an. Und das zeigt diese beiden Karten. Die Damen und euren Wunschpartner zeigt diese Karte an. Kann auch Partner sein, selbstverständlich. Die Damen haben die inneren Gleichgewicht. Nicht nur die Ruhe und die inneren Gleichgewicht findet ihr in die Tage und in die Wochen, sondern es sprudelt etwas. Das ist die Quelle, das ist die Intuition. Also lasst euch inspirieren. Seinen Gefühlen zeigt diese Karte an, er kämpft, er hat einen inneren Kampf, er zweifelt an etwas. Jetzt schauen wir die Gedanken an. Und das zeigt diese beiden Karten. Das ist für die Damen und das ist euren Partner oder Wunschpartner. Die Damen machen Gedanken über Sicherheit, Stabilität, was hier die Münzen symbolisieren. Sicherheit, Stabilität in die Liebe, Partnerschaft, die finanzielle Sicherheit, Sicherheit, Stabilität im Arbeitsplatz. Aber zurzeit ist sehr stressig. Entweder habt ihr viele Telefonate, Termine, ist viel los, viel Arbeit, oder habt ihr viel Gedanken. Es spielt sich ein Kopfkino ab. Welche Gedanken hat euren Partner oder Wunschpartner? Das zeigt dieses Bild. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Also er macht Gedanken über seine Gefühle, er macht Gedanken über euren Gefühlen. Er beobachtet euch und er möchte etwas bereinigen, für etwas entschuldigen oder etwas klären. Und diese Richtung macht er Gedanken. Jetzt kommen die Gespräche zwischen euch beiden. Und das zeigt diese beiden Karten.
die Damen und euren Partner oder Wunschpartner. Es handelt sich hier um Kommunikation. Die Damen möchten über Gefühle sprechen, auch ansprechen, was hier noch stört. Dieser dritte Kelch stört entweder noch eine dritte Person, weil er noch gebunden ist, oder dieser dritte Kelch kann auch bedeuten die Ängste. Und er soll loslassen und ihr wollt darüber offen sprechen. Wie reagiert er? Er hält etwas fest und ist unbeweglich. Er antwortet nichts. Das kann bedeuten, dass er wartet, dass von euch eine Nachricht kommt. Oder diese Art von Kommunikation gefällt ihm nicht und stellt sich stur. Was passiert in der Liebepartnerschaft? Das sind die Damen. Und das ist dieser Herr. Die Damen möchten in die Liebepartnerschaft die Gleichgewicht und Gerechtigkeit. Kann auch bedeuten, dass die Damen wiegen etwas ab. Was macht er? Er bewundert euch. Ihr steht im Mittelpunkt. Er zeigt Aufmerksamkeit. Aber er ist still, er sagt das nicht. Die Handlungen, was sollt ihr tun und was macht er? Für die Damen ist diese Karte, hat eine Bedeutung und das ist seine Karte. Die Handlungen. Handelt sich wieder um die Gefühle und die Damen sollen offen sein auf diese Liebe, auch offen Gefühle zeigen, Gefühle annehmen, auch wenn das mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Er stoßt in seinen Grenzen, das Zahl zeigt die Zahl 9 und die Münzen zeigen die Finanzen. Er hält noch etwas fest. Natürlich ist es auch möglich, dass er etwas einschlafen lässt. Auf jeden Fall, er will die Verabredung, er will die Liebe, aber er kann nicht trennen oder loslassen, weil die Finanzen oder das Gefühl Sicherheit, Stabilität ist ihm wichtig und da stoßt er in seinen Grenzen. Natürlich ist diese Legung zeitbegrenzt. Bis 31. August. Also das kann sich ändern. Woran liegt das Glück? Die Damen. Und das ist seine Karte. Für euch Damen liegt das Glück daran, wenn ihr dieses Labyrinth verlässt und sucht Ausweg. Was ist dieses Labyrinth? Alles, was euch gefangen hält, gefangen noch in einer Beziehung oder gefangen im Arbeitsplatz oder gefangen in Gefühlen wie Angst. Und da braucht ihr einen Ausweg und daran liegt das Glück, wenn ihr das beendet. Woran liegt sein Glück? Sein Glück liegt daran, wenn er verabredet mit euch, zeigt Gefühl, aber wenn ihm das bewusst ist, dass jemand beobachtet euch im Hintergrund. Also damit auch bewusst zu sein. Was ist die Lernaufgabe bei den Damen und bei ihm? Für die Damen ist zurzeit die Lernaufgabe, befreit zu sein von etwas. Ihr stoßt an euren Grenzen. Das zeigt die Zahl 9, das zeigt diese Zaun, das zeigt diese Mauer. Seid ihr auch bewusst, dass dieser Mann euch beobachtet von oben, auch wenn ihr das gar nicht wahrnehmt? Also befreit euch von etwas, all das, was euch beengt. Woran liegt seine Lernaufgabe? Dass er sagt,
was er will und trifft klare Entscheidungen und verabredet mit euch, auch wenn da Einflüsse von außen kommen. Das kann natürlich auch sein Angst sein, aber trotzdem ist wichtig die klare Entscheidung und auch diese Begegnung. Was ändert sich in die Tagen bei den Damen und bei ihm? Die Damen treffen klare Entscheidungen und das geht in eine Richtung. Ihr weiß noch nicht, wohin das führt, aber ihr startet etwas Neues. Bei ihm ändert sich auch etwas. Er kommt entgegen, trifft auch Entscheidungen. Wovon träumt er? Das sind die Träume von den Damen. Und das ist seine Träume. Diese Karte hat jetzt mit Todesfall nicht zu tun. Natürlich ist möglich bei einem oder anderen, dass eine erbschaftliche Situation noch offen liegt und ihr wollt das zu beenden. Aber im Regel bedeutet diese Karte etwas beenden und davon befreien und ein Neuanfang. Und die Damen wünschen gerade einen Neuanfang. Und dieser Herr ist offen für etwas, aber der Weg ist gesperrt. Das sind Hindernisse. Und er wünscht, dass diese Hindernisse vorbei sind. Oft ist dieses Hindernis die Angst. Was gibt Kraft in die Tagen? Das ist für die Damen und das ist für euren Partner oder Wunschpartner. Was Kraft gibt, wenn ihr ein Studium macht, wenn ihr etwas lernt oder liest, etwas Wichtiges, oder ihr bietet ein Seminar an oder schreibt ein Buch, etwas lernen. Und ihm gibt Kraft, wenn er Erfolg hat und er selbst Entscheidungen treffen kann und achtet auch auf die Finanzen. Also sein Erfolg, seine Sicherheit im Finanzen, auch sein Selbst, das was ihm momentan das innere Kraft gibt. Und das war diese Legung, diese allgemeine Legung. Was ist los mit ihm? Eine Klärung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.